Minuten und herzlich willkommen hier zu meinem Jahresrückblick 2015 beziehungsweise zu einem kurzen kleinen Labervideo. Ja, wir spielen hier dafür eine Runde Survival Games und ich möchte einfach nur mal ein bisschen was erzählen, so wie ich es letztes Jahr auch getan habe. Das ist letztes Jahr auch sehr gut bei euch angekommen und dieses Jahr sind ja auch viele neue Abonnenten dabei, quasi, die das vielleicht vom letzten Jahr noch gar nicht kennen. Und zwar habe ich letztes Jahr einfach ein bisschen was erzählt, quasi über über meine Vorsätze quasi und über das Jahr einfach so. Und ja, ich hatte ja gestern in dem Jump League Video schon erzählt, ja krass, wir haben 100.000 Abonnenten dieses Jahr erreicht. So war es auch. Wir haben dieses Jahr direkt im Januar, ich glaube am 16. Januar oder so, halt irgendwie direkt Anfang des Jahres haben wir die 100.000 Abonnenten erreicht. Dann kurze Zeit später kam dann auch irgendwann mein Play-Button an, was einfach das ist so eine krasse Auszeichnung, wenn man wirklich mal was in den Händen so, boah, 100.000 Abonnenten und es ist einfach mega krass. Was ich auch im letzten Video gesagt hatte, ich habe mir das noch nicht mal mehr angeguckt, sondern ich weiß ungefähr noch, was ich da alles so gesagt habe und was so meine Vorsätze waren. Und zwar sind wir übrigens hier auf der Map Vancaster. Ich zeige euch jetzt mal ein Secret. Wenn man hier reingeht, so, man geht jetzt hier rein. Hier ist eine Kiste. So, hier ist eine Kiste. Dann geht man hier so durch. So, dann ist man hier in diesem, da war doch keine Kiste. Dann ist man hier bei diesem eingezäunten und dann ist man hier bei Vancaster steht hier und dann geht man hier hoch und dann sind hier oben zwei Kisten und da hinten sind nochmal zwei Kisten. Also hier gibt's insgesamt 5 Kisten. Ich glaube, da unten sind auch noch welche. Also so ungefähr 6-7 Kisten gibt's hier abzuräumen und hier ist einfach nie jemand. Das ist so krass, Alter. Hier kann man einfach nur mal eben so schnell durchhasseln. So, hier könnte man dann auch hochgehen. Hier ist auch noch eine Leiter. Und jetzt geht man hier hin und hat eigentlich relativ nices Equipment. Das Problem war nur letztes Mal, ich wusste einfach nicht, wie man hier, oh Gott, wie man hier wieder rauskommt. So, wir machen das jetzt einfach mal so. Und zwar hier hinten in der Ecke ist auch noch eine Kiste, meine ich. Hier drunter irgendwo war noch eine. Ach nee, da ist jetzt keine gespawnt. Normalerweise ist da eine. Und ich wusste halt einfach nicht mehr, wie man hier rauskommt. Das war ein bisschen blöd. Aber ich habe es mittlerweile rausgefunden, wie man hier rauskommt. Und zwar muss man da hinten auf der anderen Seite, da seht ihr schon, da ist eine Leiter, die habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, viele Vorsätze habe ich mir das letzte Jahr, hier könnte auch noch eine Truhe sein, oder nicht? Nee, hier wäre sonst auch mal eine gespawnt. Auf jeden Fall, Vorsätze, die ich mir genommen habe, war, meine Videoqualität zu verbessern, meine Qualität allgemein zu verbessern, ja, halt einfach, ich glaube, ich habe mir ziemlich, also so, das waren so kleine Vorsätze, die ich mir für dieses Jahr gemacht habe. Und ich würde sagen, direkt zum Anfang des Jahres habe ich mir einen neuen Computer gekauft. Wie die meisten von euch wissen, einige Leute, es sind ja dieses Jahr, wenn wir es jetzt mal so wirklich sehen, sind ja 60.000 neue Abonnenten dazu gekommen. Was einfach so, das ist so eine richtig, das ist mir, gestern ist mir das aufgefallen, als ich ja mal so geguckt habe, so, ja, du hast 100.000 Abonnenten im Januar erreicht, dann sind in diesem Jahr einfach 60.000 Abonnenten dazu gekommen. Das sind so viele Menschen und deswegen kann ich ja mal erklären, für die Leute, die es noch nicht wissen, ja, im Januar direkt habe ich mir, ich glaube Ende Januar, Anfang Februar habe ich mir direkt einen neuen Computer gekauft und habe den dann auch selber zusammengebaut. Alter, das ist überhaupt ein Wunder, dass dieses Ding funktioniert, muss man einfach mal sagen. Und das habe ich dann quasi direkt zu Anfang des Jahres getan. Und wir finden irgendwie keine Leute. Es sind noch 9 Spieler hier, aber ich finde hier einfach keinen Arsch. Das kann auch nicht sein. Wir packen mal einfach das dahin. So, wir machen mal eben hier ein bisschen Inventar aufräumen, ne? So, die packen wir dahin. Und dann essen wir jetzt erstmal ein bisschen was und laufen der Sonne entgegen. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Genau, am Anfang des Jahres habe ich mir dann meinen neuen PC zusammenstellen lassen. Und quasi habe halt jemanden gefragt, der da Ahnung von hat. Ich habe da übrigens nicht so Ahnung von. Und habe dann gedacht, komm, ich kann das doch zusammenbauen. Das wird doch wohl nicht so schwer sein. Ist es auch überhaupt nicht, muss man mal einfach mal sagen. Es ist halt nur ein bisschen Risk, wenn halt der PC nicht funktioniert. Das ist immer ein bisschen so voll das Problem. Wenn der PC nicht funktioniert, dann denkt man sich so, alter Scheiße, ne, was machst du jetzt? Ja, das Geile war, ich hatte natürlich dieses Problem, dass der, ach du Scheiße, der leckt einfach. Er hat wie Scheiße geleckt. Ah,
kacke. So, wir gehen einfach eiskalt in eine neue Runde. Und zwar hatte ich einfach das Problem, dass dieser Computer nicht funktioniert hat. Ich dachte mir so, Alter, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass dieser Computer nicht funktioniert. Ja, ich starte mal die Runde. So. Und zwar, habe ich dann ein bisschen rumprobiert, was war. Anscheinend sind beim Zusammenbau die RAM-Riegel wieder rausgeklipst. Anscheinend hatte ich die nicht richtig reingeklipst irgendwie. Da habe ich dann mal, man kann so ein Not-Setup quasi machen, so ein Setup, um zu gucken, ob überhaupt die Komponenten funktionieren. Da nimmt man dann halt alles raus und startet dann nur mit Grafikkarte, Prozessor und einem RAM-Riegel, glaube ich. Und das habe ich dann auch getan. Und dann, siehe da, es kam dann auf einmal mein Mainboard ist von ASRock. Dann kam auf einmal auf meinem Bildschirm ASRock. Und ich dachte so, es geht. Alter, ich habe richtig gefeiert. Ich habe mich so gefeiert. Das war so krass, Alter, Leute. Das ist auch vor allem, da steckt ja auch ein bisschen Geld drin. Und wenn man sich dann so denkt, so, Alter, das funktioniert nicht. Was kann kaputt sein? So, ne? Alter, da ist man immer richtig, ja, ist man einfach richtig froh, wenn es halt dann wirklich funktioniert. Und es hat zum Glück so funktioniert. Oh, ich habe mich richtig hart gefreut. Okay, da vorne haben wir direkt zwei Leute. Das heißt, wir mischen uns mal direkt ein bisschen ein hier, wa? So, wenn er uns natürlich... Oh Gott. Okay. Ja gut, egal. Komm, YOLO. Und zwar... war es halt einfach krass, dass es dann halt funktioniert hat. Da habe ich richtig gefallen. Alter, er hat ein Eisenschwert. Yo, nice, Alter. Auf jeden Fall, hat dann mein PC funktioniert. Und wie ihr seht, er läuft ja auch super. Ich kann hier jetzt in Shader mit 60 FPS, beziehungsweise mit sogar mehr als 60 Frames in der... Alter, was ist denn los bei dem? Wieso kann der mich so krass comboen ohne Angel oder sowas? Hä, ist das dein Ernst, Alter? Was geht bei dem Typen? Krass. Hä? Alter, ist mein Ping so scheiße? Irgendwie, weiß ich nicht. Hä, nee, ich hab voll den normalen Ping. Der hat anscheinend voll den Überping oder so. Keine Ahnung. So, wir laufen jetzt hier erstmal wieder raus. Und jetzt gucken wir mal, wo der Typ hingerannt ist, Alter. Ja, egal, komm, da kommt schon der Nächste da hinten. Die nächsten beiden. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Computer jetzt super funktioniert. Im Gegensatz zu meinem alten. Ja, man muss einfach mal sagen, mein alter, der war so scheiße einfach. Der war wirklich so, so scheiße. Das war so ein... gekaufter Computer quasi, und diese gekauften, da ist meistens ein Teil scheiße, und das war die Grafikkarte. Und meine Festplatte, die war auch nicht so geil. Ich habe dann extra schon eine neue gekauft, halt, wo ich dann drauf aufgenommen habe, damit es halt einigermaßen gut läuft. Aber auf diesem Computer konnte ich halt nicht mit Shader aufnehmen, nicht vernünftig 60 FPS spielen. Ich konnte halt mit Shader aufnehmen, aber nur im 720p Fenster, was ich halt irgendwie total bescheiden fand, weil ich wollte halt gern 1080p, ich wollte ja gute Qualität bringen. Und dann dachte ich mir, komm, du kaufst jetzt einen neuen Computer, aus die Maus muss jetzt sein halt. Und ja, dann habe ich mir einen neuen PC gekauft. Und jetzt steht er hier so. Gleichzeitig damit habe ich mir auch neue Monitore gekauft. Und am Anfang dieses Jahres habe ich mir dann auch noch auf Empfehlung vom lieben Logo, habe ich mir ein bisschen neues Equipment für mein Mikrofon bestellt. Also das Mikrofon, das Rode NT1A, das benutze ich jetzt schon seit Anfang 2014, meine ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Was habe ich mir Anfang 2014, irgendwie bestelle ich immer alles Anfang 2000 irgendwas, ne? Das nächste neue Equipment kommt übrigens Anfang 2016. Nee, aber ist halt einfach so. Und das benutze ich halt jetzt auch. Da habe ich mir dieses DBX 286S dazu bestellt. Das ist halt einfach so ein Mikrofon-Preamp, was halt einfach ein bisschen die Stimme ein bisschen besser macht. Also ich finde auf jeden Fall, es hört sich besser an als vorher, weil vorher war auch nicht so geil. Und das habe ich mir halt dazu bestellt. Dann habe ich mir so einen neuen Mikrofonarm geholt, weil mein Alter, der hat gequietscht und hat den Tisch zerfressen. Einfach, was man sich mal vorstellen muss, der hat einfach so den Tisch gefressen. Wo ist dieser Typ? Wo ist der? Hä? Alter, wo ist dieser Typ? Ich habe den gerade gehört. Ist der unter uns? Hä, wo ist der? Hä, das kann gar nicht sein. Alter, ich habe den doch gerade eben gehört. Kommt der jetzt da durch? Ich weiß es nicht. Geh mal nach unten hier. Das kann gar nicht sein, Alter. Ich habe den doch gerade eben gehört, den Typen. Hä? Wo ist der zur Hölle? Okay, wir laufen jetzt erstmal hier unten lang. Auf jeden Fall, das war so halt die Sache, die ich halt,
ja, mir so zum Anfang des Jahres direkt neu gekauft habe, um halt bessere Qualität zu liefern. Und ich finde halt, meine Videoqualität hat sich auch um einiges verbessert einfach. Die ist echt viel, viel besser geworden als früher. Ich finde halt auch so, ja, schnitttechnisch habe ich dieses Jahr auch einiges manchmal reingehauen. Nicht unbedingt immer, das kam immer ganz drauf an, auf die Videos selber halt. Aber ja, ich mag auch irgendwie nicht so dolles Gekatte halt, aber ein bisschen geschnitten habe ich schon meistens meine Videos. Und deswegen, ja, ich finde eigentlich, ich habe relativ gut meine Vorsätze aus dem letzten Jahr geschafft. Was sind die Vorsätze denn fürs nächste Jahr? Man soll sich ja mal ein paar Vorsätze setzen. Die meisten Vorsätze sind ja aber so, ja, was weiß ich, mehr Sport machen oder was weiß ich halt, sowas, was eh nie eingehalten wird und die Team eiskalt in Teams verboten. Alles klar. Läuft bei euch einfach. Ja, die Team einfach in Teams verboten. So, wir gehen in noch eine Runde rein, weil ich möchte natürlich noch ein bisschen was erzählen, ja. Und genau, das dazu, was habe ich jetzt noch vergessen? Genau, meine Vorsätze fürs nächste Jahr sind natürlich die Qualität weiterhin verbessern. Vielleicht ein bisschen meine Videos mehr schneiden, mal gucken. Halt nicht so doll, halt kein Jump Cut zum Beispiel oder sowas. Das möchte ich eigentlich nicht dabei. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert in dem Lebenvideo und ich finde, das passt einfach nicht zu mir. Aber halt einfach vielleicht unspannende Szenen rausschneiden oder sowas, mal gucken. Ja, da möchte ich natürlich auch mich verändern und an vielleicht auch hier halt so die Videoqualität allgemein auf YouTube ein bisschen verbessern. Vielleicht mit, ja, weiß ich nicht, mit besseren Einstellungen rendern. Und vielleicht auch noch meine Tonqualität ein bisschen mehr verbessern. Man weiß es nicht. Es gibt so viele Vorsätze und ja, eigentlich möchte ich so weitermachen. Ich muss jetzt mal einfach an dieser Stelle auch nochmal, was ich komplett gerade vergessen habe, ein dickes Danke an euch alle sagen. Ein dickes Danke an jeden einzelnen von euch, an jeden einzelnen Abonnenten. An jeden einzelnen, der immer so schön aktiv... Haha, da haben wir es geklaut, ey. Der war so schön aktiv, meine Videos verfolgt und immer fleißig kommentiert, fleißig gefällt mir drückt oder was weiß ich. Oder halt einfach meine Videos schaut, das muss ja gar nicht mehr das sein. Ja, und zwar wollte ich dazu dann noch sagen, es macht mir einfach super, super, super viel Spaß, Videos für euch zu produzieren. Ich finde, man merkt auch YouTubern an, ob es ihnen Spaß macht oder nicht. Also ich finde, man kann das gar nicht so stellen, dass einem das so Spaß macht oder sowas. Das wäre irgendwie das... Das ist halt einfach so... Nee, das geht irgendwie, finde ich nicht. Man hört es dann sofort raus. Und ja, es macht mir halt einfach Spaß. Es macht mir... man kann es halt einfach mal sagen, mit mehr Zuschauer macht es natürlich auch immer mehr Spaß und es hat mir zu Anfang schon viel, viel Spaß bereitet. Zu Anfang meines YouTube-Kanals, muss man einfach mal sagen, habe ich einfach, da denk ich mir heute auch so, sag mal, Alter, bist du eigentlich noch ganz normal gewesen? Ich habe, glaube ich, sagen wir, 200 Abonnenten gehabt oder so, 200, 100, 300, 400 Abonnenten oder sowas und habe zeitweise 3 Videos am Tag rausgedonnert. 3 Videos halt am Tag, ne? Das ist halt wirklich so eine krasse Zeitintensität. Vor allem früher hatte ich einfach eine scheiß Internetleitung. Meine Internetleitung, die habe ich irgendwann mal gekriegt, die jetzige. Vorher hatte ich einfach eine 16.000er Leitung halt mit 2,5 Upload höchstens. Ich glaube, mit einem Mbit habe ich, glaube ich, hochgeladen, wo man sich auch nur so denkt, so, alter Falter, ey, der Typ, der hat doch nicht mal alle Latten am Zaun. Und er hier mit seinem Bogen, das glaubst du ja wohl selber nicht. So, jetzt komm. Komm. Jetzt nicht wieder umdrehen und nicht wieder mit dem Bogen auf mich schießen. So, okay. Und zwar nehmen wir hier jetzt jeden Baum mit, so zum Boosten einmal. Und ja, es ist halt einfach so krass, wenn man sich vorstellt, Alter, 3 Videos am Tag hochgeladen, ey, läuft bei mir. Da bist du auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verrückt. So, was mit dem Typen jetzt? Kann er mal stehen bleiben vielleicht? Und ja, heute zu dieser Zeit, das möchte ich eigentlich auch gerne mal ändern. Ich möchte eigentlich gerne für euch, weil ihr immer so nice mich unterstützt und halt einfach so eine nice Community seid, halt eine richtige verrückte Army, eine Army will ich nicht sagen, eine verrückte Family und ja, quasi möchte ich eigentlich 2 Videos am Tag hochdonnern. Das Problem ist einfach nur, ich schaffe es meistens zeittechnisch leider nicht so ganz, 2 Videos am Tag zu donnern oder zu droppen halt einfach. Ich bin ja manchmal mit einem schon ein bisschen überfordert. Ich will da, das ist auch noch so ein Vorsatz für 2016, ich will einfach meine
mein Zeitmanagement, meine Planung ein bisschen verbessern, sodass ich halt einfach mehr Videos an einem Tag aufnehmen kann und dann halt für euch natürlich jeden Tag 2 Videos bringen kann. Das ist halt auch noch sowas, was ich gerne machen möchte in 2016. Ja, 2016, das ist so krass, ey. 2015 ist einfach vorbeigehasselt as fuck einfach. Und ja, das war jetzt eher so ein bisschen, ja, ein besinnlicheres Video, finde ich. Ein bisschen, ja, ein interessantes Video einfach. So für alle Leute, die es halt noch nicht wussten. So halt, es gibt auch Leute, die, was ich gestern gesehen habe unter dem Facecam-Video, die zum Beispiel mich schon seit Anfang an verfolgen und immer noch dabei sind. Was ich halt einfach mega, mega, mega krass finde halt. Einfach, ich mache jetzt YouTube schon seit 2012. Das ist dieses Jahr 3 Jahre her. Nächstes Jahr im Juni ungefähr, es ist 4 Jahre her, dass ich YouTube angefangen habe, beziehungsweise ich betreibe YouTube schon seit 4 Jahren mittlerweile, dann sind es schon 5 Jahre, weil, warum? Es ist so, ich hatte ja davor schon einen anderen Kanal, das habe ich übrigens letztens wiedergefunden, meinen Twitter-Account davon gibt es noch, der Kanal ist leider gelöscht oder ist gelöscht halt einfach, ich habe den einfach gelöscht, ich habe den nicht irgendwie auf privat gestellt, das konnte man früher glaube ich auch noch gar nicht und ja, ich habe aber den Twitter-Account noch gefunden und ja, das Problem ist auch, ich würde gerne auch mal so alte Videos zeigen, machen. Das Problem ist einfach nur, ich habe leider keine ganz, ganz alten Videos mehr. Ich habe ein Video noch, was nicht mehr online ist, was ich zeigen könnte halt sonst. Das Problem ist einfach nur, meine Festplatte hat einmal leider Gottes. Ich bedauere das jetzt im Moment sehr, sehr, sehr doll und bin eigentlich auch am Überlegen, ob ich da mal was gegen ändere. Hat leider den Geist aufgegeben und das Problem war, da waren zig viele Videos halt einfach auf dieser Festplatte, ja, von früher halt einfach zig alte Videos, die da am Start waren, ja, wo man sich auch nur so denkt, so alter Scheiße, und jetzt ist die Festplatte halt einfach im Arsch, ne, oder ist halt, die ging halt einfach nicht mehr. Yo, was, Alter? Nice! Yo, nein, Alter, nein, er killt mich, nein. Oder? Nein, er hatte noch ein halbes Herz. Mann. Ah, scheiße, Leute. Ja, auf jeden Fall, das war mal ein bisschen Uncut-Gelabere, Uncut-Rückblicke zu 2015. Dieses Jahr war einfach mega geil, genauso wie das letzte Jahr und ich hoffe, das nächste Jahr wird genauso nice. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung freuen. Schreibt gerne eure Vorsätze in die Kommentare oder Vorsätze für mich, was ich vielleicht verbessern soll. Und ja, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Viel Gesundheit, viel Freude und lasst es schön krachen heute. Also richtig schön viel Feuerwerk in der Luft ballern und ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Video in 2016.